So, wir sind jetzt nach dem Training noch mal eine Runde einkaufen. Für euch ist ein neues Video online gegangen, Leute. Hier das Bild, da der Link. Sehr cooles Video, die Amerika-Vlogs, die schocken einfach. Wir sind gemeinsam unterwegs und erleben gemeinsam sehr witzige Dinge. Deswegen klickt. Was geht, meine Lieben? Jetlag ist natürlich da. Ich hatte eben noch gepennt. Hab mir eben noch so ein paar Sachen auf YouTube angeguckt. Vor allem interessiert mich. Wir sind ja in New Jersey, wir sind so eine Stunde, eineinhalb Stunden. Je nachdem, verkehrmäßig entfernt von New York. Und das Erste, was ich gerne anvisieren will, ist das Ghostbusters Haus. Ich habe mich ein bisschen eben informiert. Wusste ihr eigentlich, dass das Ghostbusters Haus, was in New York steht, ist ja ein Fire Department, also das ist eine Feuerwehr. Aber wenn die drin in dem Gebäude gedreht haben, also was ihr im Film dann seht, wurde dann aber in Los Angeles in einem anderen Fire Department gedreht. Also die Außenoptik, was ihr seht, ist nur aus New York. Das, was ihr innen aus dem... Ich habe das gerade richtig erklärt. Sorry, ich bin gerade erst wach. Auf jeden Fall interessiert mich das sehr. Ja, und dann habe ich mir noch Videos angeguckt, wie New York eigentlich entstanden ist. Auf der Insel. Manhattan. Auch ultra interessant, wie das alles anfing. Viele denken ja, dass es in New York deswegen so viele Wolkenkratzer gibt, weil es nicht so viel Platz gibt dort. Was kompletter Schwachsinn ist. Die Häuser sind deswegen so hoch gebaut, beziehungsweise die Wolkenkratzer, weil sie sich immer... Nee, als erstes steht die Höhe, ja, hat einen guten Statussymbol, also früher gehabt, oder heute vielleicht auch. Genau, und die haben sich, die Architekten haben sich immer gegenseitig überboten, so, wir sind noch höher, es ist noch besser, wir haben noch mehr Status. Es hat gar nichts damit zu tun, dass so viel oder so wenig Platz ist für die Einwohner dort. Und auch der Central Park zum Beispiel, der ist ja auch künstlich erbaut worden, für die Menschen dort, damit die auch halt ein Stück Natur haben, so. Auf jeden Fall sehr interessant, wie das alles so entstanden ist. Manhattan, New York, warum die Häuser so hoch? Wie haben die es damals überhaupt geschafft, so viel Leben, so viel Stadt aufzubauen? Das ist voll interessant, müsst ihr euch mal angucken auf YouTube. Jetzt gleich, ja, was machen wir jetzt gleich? Erstmal gleich eifrig duschen und dann will ich mal raus, so Richtung Stadt laufen, hat der Alex die Idee. Das ist eine gute Idee, Steve muss sich ein bisschen erholen. Für Samstag halt, morgen muss er zum Wiegen, ja, morgen. Und deswegen werde ich mich jetzt mal langsam aufrappeln, dann werde ich mal raus. Vlogkamera ist natürlich für euch am Start. Schreibt mir. Leute, verhaut mich nicht. Bei euch ist es jetzt 23 Uhr, bei mir ist es gerade mal 17 Uhr. Bei mir geht der Tag erst los. Ich bin in der Vergangenheit, versteht ihr das? Und ihr seid in der Zukunft. Das heißt... Wenn was in der Zukunft bei euch los ist, teilt es mir mit. Ich werde ausweichen, damit mir das nicht passiert. Ne, wollte ich nur sagen, deswegen wundert euch nicht, wenn auch in einer so ganz komischen Uhrzeit sehr viele Storys irgendwie kommen. Bei uns tickt die Zeit ein bisschen anders hier. Wie schießt du das? So, was ist hier los? Nichts. Meine Koffer, Alex sein Raum, meine 6 Quadratmeter habe ich euch ja schon gezeigt. It is what it is, man. Ja, ich werde jetzt mal gucken, was ist los. Ich muss duschen. So, Leute, jetzt werde ich erstmal fleißig supplementiert. Zink wird einmal reingedonnert, Multivitamin, dann Vitamin C auf jeden Fall und nochmal Vitamin D3 und K2. Sind jetzt hier meine Kapseln, die gehen jetzt alle rein. Und eine sehr wichtige Information müsste jetzt folgen und abspeichern. Am Samstag gibt es einen fetten Restock, was Choc Top betrifft, Chocolate Caramel, einer der beliebtesten Proteinriegel. Den wird es geben am Samstag um Punkt 10 Uhr. Dann, sehr wichtig und sehr geil und richtig krasse Nährwerte, unsere Pizza-Backmischung, Leute, auf Proteinbasis. Guckt euch hier die Nährwerte an. Der eine oder andere kommt da in Staunen auf jeden Fall. Guck mal hier, 21 Gramm auf 100.
pro Portion sind das 61 Gramm Eiweiß. Das ist so eine geile Pizza. Und dann haben wir hier nochmal eine Waffelbackmischung.